Guten Abend an die Helden der Trading Front. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Donnerstag, den 21. März und in diesem Clip geht es um den Stanpur 500. Eine Info vorweg, jetzt hier am Samstag, 23. ist der Börsentag in Frankfurt. Da bin ich dran am Stand der Börse Frankfurt um 11 Uhr und um 15 Uhr. Irgendwo dazwischen ist auch der Kollege Markus Koch, auch teilweise am Stand. Wenn Sie da mal kommen wollen, Sie sind herzlich gern willkommen. Und nächste Woche, am 30. ist der etwas größere Börsentag in München. Da habe ich ein eigenes Aquarium, wie ich das immer nenne. Da sind Sie auch herzlich eingeladen. Das ist der Raum E122 im Atrium 4. Da habe ich den ganzen Tag, können Sie auf YouTube schauen, habe ich den ganzen Tag irgendwelche Gäste, die dann da sprechen werden. Und wie ich finde, sehr, sehr schöne Vorträge halten. Aber jetzt kommen wir zum Stanpur. Ich war der Meinung im letzten Film, dass wir hier diesen Bereich um die 2820 schon als fetten Widerstand sehen sollten. Einmal, zweimal, dreimal bestätigt. Dann waren wir hier nochmal dran. Und jetzt mal ein kurzes Fadenkreuz raus. Wir haben das angenommen. Wir sind dann wieder ein bisschen dran. Also dieser Widerstand gilt zukünftig als Unterstützung. 2820. Jetzt hat er sich da, ich mache es mal ein bisschen größer, hat er sich da mit Mühe und Not drüber gerettet, wieder aufgegeben. Nochmal fast auf die 20-Tage-Linie und erst heute kommt sowas wie ein Impuls, ein Momentum, eine Kauflaune rein. Erst heute, nach der FED-Sitzung. Ich nehme das zur Kenntnis, stelle allerdings fest, dass wir hier mit diesem Bereich, jetzt muss ich wieder ein bisschen größer machen, dass wir hier mit diesem Bereich hier, das ist die 2864, einmal, zweimal, dreimal auch wieder einen ziemlichen Widerstand haben. Ich zeichne Ihnen das mal ein. Und zwar ist der hier. Da. Da waren wir auch schon dran. Ja. Das ist der nächste Widerstand, die nächste Hürde. Und nochmal, wir haben hier eine ganz, ganz wilde Aufwärtsbewegung. Ob sie begründet oder nicht, ist egal, denn sie wurde vollzogen. Von daher macht mir da gar keinen Kopf, warum die so war. Sie ist so. Aber es ist der nächste Widerstand und danach kommt nur und ausschließlich das All-Time-High im Bereich von 2938. So würde ich auch die Option nachher legen. Von der Technik her sind wir vom MACD her ziemlich neutral. Also ich kann dem nichts abgewinnen, weder positiv noch negativ. Das ist für mich hier gar nichts. Der Oszillator gilt als hoch. Aber es ist definitiv kein Verkaufssignal. Dazu muss er hier unter die 80 gehen. Hat er noch nicht. Das kann sich noch ein paar Tage weiterziehen. Also relativ schwierig zu erkennen. Natürlich kann ich jetzt hier einen solchen Trend ziehen. Ja, sagen wir mal von hier, hier hoch. Das kann ich machen. Ich finde den nicht so glücklich, denn der ist nur zweimal bestätigt. Ja. Das ist für mich nicht, also nur noch dreimal. Das ist für mich, der hat keine Aussage. Von daher, der Markt wird es richten und ich muss ehrlich sagen, ich komme hier an einen Punkt, wo mir im Moment die Technik nicht weiterhilft. Ich habe nur diese zwei Punkte hier, das ist die 2864 und hier oben die 29, sagen wir mal mit Abstand 2950. Ich nenne Ihnen jetzt mal drei Scheine, die Sie sich auf die Watchlist legen können. Für die spekulativen Anleger unter Ihnen, die der Meinung sind, wir nehmen dieses Ding hier raus, die 2864, und wir nehmen die raus und wir nehmen ein neues All-Time-High, warum wollen Sie einen Schein hier unten nehmen, da können Sie richtig reingehen. Da gibt es sowas hier, 2777, das Ding hat einen 40er Hebel, der hat ordentlich Standgas. Ja. Das ist von Goldman, die GT9YWR, ein Open-End-Schein, 2777. Für die eher konservativeren Anleger muss ich den Hebel ein bisschen runternehmen. Und zwar nehme ich den auf 20. Das ist auch noch ein schöner Hebel. Überhaupt keine Frage. Und zwar hier drunter, unter diesem Punkt. Da bietet sich sowas hier an, 2706. Ich runde leicht. Ja, sagen wir mal 2707. Das ist ebenfalls von Goldman, auch ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA24TP, Take Profit. Der liegt also ein bisschen hier drunter. Das ist die konservativere Variante mit dem Hebel von 20. Ja. Ich selbst tue mich wahnsinnig schwer, hier oben irgendwas zu kaufen. Ich lege mir Puts auf die Watchlist, aber ich handle sie noch nicht, denn ich warte auf dieses Verkaufssignal, was hier unten kommt.
Wenn ich jetzt einen Put suche und mir schon auf die Watchlist lege, muss ich über das All-Time-High gehen. Und da bietet sich meines Erachtens nach dieser hier an. 2990,44. Weil entweder geht er auf die 3000 und da legt er noch 50 Punkte drauf, oder er säuft vor der 3000 ab. 2990,44 ist ebenfalls ein 20er Hebel von Goldman, die GM59KA, ebenfalls ein Open-End-Schein. Ich finde den sehr interessant, handle ihn noch nicht, lege ihn mir auf die Watchlist und beobachte den. Weil mir ist das im Moment immer noch zu wenig Impuls, aber ich darf mich nicht gegen den Markt stellen, das tut auf Dauer weh. Und ich habe den Eindruck, dass hier doch recht viele Shorts gespielt werden, aber das kann ich Ihnen so nicht beweisen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute.